So, YouTube. Hallo und willkommen zu Worker and Resources. Wir sind wieder da. Und es war ein Akt. Ein Akt der Hölle, von dem ich noch nicht weiß, ob er funktionieren wird. Wir haben die Müllgeschäfte geplant. Es wird eine sehr lange Bauphase. Es wird, glaube ich, sehr, sehr teuer. Ich weiß noch nicht. Vielleicht sollten wir das alles nicht bauen erstmal. Erstmal brauchen wir hauptsächlich das hier. Das wäre das Wichtigste, dass wir, sag ich mal, die notwendigen Sachen bauen und mit hoher Priorität versehen und die anderen stoppen. Weil also wir müssen den Müll ja nicht loswerden. Der macht nicht viel aus. Ich habe ihn jetzt nur vorgesehen, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Und deswegen würde ich sagen, sagen wir jetzt hier Baustadt für Gebäude, oder? Ja, und ich glaube, wenn ich jetzt ziehe. Nee. Baustart. Bauen aus Ressourcen. Markieren, um Bau auszusetzen. So, das da. So, das wollen wir alles nicht bauen. Aber das wollen wir bauen mit hoher Priorität. Das. Das kleine Dingsi. Das Dingsi. Das da. Das da. Das da. Und das darf auch gestartet werden. Das da. Und man sieht schon, was ich hier veranstalten musste. Nein. Bitte nicht ein Gebäude hiervon abreißen. Um die Sachen dahin zu kriegen, wo ich sie am Ende haben will. Das war ein reines Abenteuer. Wir haben, glaube ich, jetzt 1,5 Stunden fast nur für die Dinger gebraucht. Das war unglaublich, wie schwierig das ist, weil wir von zwei Seiten gleichzeitig Ressourcen ranführen müssen. Und ich bin gespannt, ob es überhaupt dann geht am Ende. So, wir brauchen auf jeden Fall die Lager für die Erze und dann das. Nächstes Problem. Wir brauchen hier eine Autobahnauffahrt. Und für die Autobahnauffahrt könnten wir jetzt sagen, von hier mit einer Brücke rüber und runter irgendwie. Oder das mit einer Brücke rüber. Und bisher sind wir gut gefahren, wenn wir gesagt haben, das war die Brücke rüber, nicht wahr? Also so habe ich es zumindest bei den anderen Stellen auch gemacht. Weil das Problem ist, es wird sehr tief an der Stelle, wo die Brücke rüber geht. Und das können wir hier nicht machen. Wobei die Brücke bis hier gehen könnte, aber dann hätten wir hier ein Problem. Dann müsste ich das Ganze nach hinten verschieben und da ist schon Wasser. Und hier soll ja noch Hafengebiet und sowas hin. Und Schienen vorbei. Deswegen würde ich eher sagen, reißen wir die Autobahn an den Stellen hier ab. Und planen die leicht um. Wir haben genug Abstand. Das ist alles vorgesehen. Für solche Fälle. Und die Autos kriegen in der Zeit. Und wir bauen zuerst die Autobahnauffahrt, bevor wir den Rest bauen. Ich komme hier. Warte mal. Der will mal in den Undodge-Modus. So. Erstmal eine Umgehungsstraße. Und damit die jetzt da nicht weiter langfahren, mache ich Trick 17, nicht? Wir reißen erstmal das Stück ab. Und jetzt gehen wir mal in die Verschnellerung. So. Ja, ja. Kann ich abreißen? Doch, doch, doch. Kannst du. Und dann machen wir von hier Abriss erlauben, Abriss erlauben, Abriss erlauben, Abriss erlauben. So. Und dann können die da wunderbar erstmal drumherum fahren. Das sind ja keine wichtigen Fahrzeuge, die exportieren ein bisschen Zeug. Dann machen wir vielleicht plus minus null. Letzten Monat durch Fahrzeugimporte minus 600.000 gemacht. Da haben wir die Züge gekauft. Und apropos Züge. Nicht alle im Chat
wissen ja, dass wir schon Züge haben. Oder auch vielleicht von den Zuschauern nicht. Wir haben Züge, die schon Leute hin und her transportieren. Da drüben fährt zum Beispiel einer. Einen wunderschönen kleinen Zug. Transportiert 20 Arbeiter zur Arbeit. Zack, in die überwachsene Station. Und die verteilen sich hier wunderbar auf das Kohleverarbeitungsding, das Kohle, die Kohleminen, die zwei. Hier kommt Kohleerz rein und hier kommt Kohle raus. Und den Bau können wir hier mal pausieren. Der war für Züge gedacht. Aber das brauchen wir ja gerade nicht, die Kohle irgendwo anders hinbringen. Das kommt dann demnächst, dass wir von hier irgendwo in die Industrien die Kohle bringen, aber das hat jetzt keine Priorität. Die Feuerwehr hingegen hat Priorität, die brauchen wir. Und genau, das Öl ist genug hier, hier haben wir unseren Ölverteiler. Unser Radio ist fertig. Das finde ich auch ganz stark. Und passt super in unsere Innenstadt. Und hilft vielleicht aber auch die Glücklichkeit zu erhöhen. Werden wir mal gucken. Pinkeschaum. Eieiei. Keine Kultur. Uiuiui. Aber da können sie Radio hören. Gute Nacht, Leito. Konnte keine Kirche besuchen. Ich weiß immer nicht, wann und wo das herkommt. Weil wenn man die einzeln anguckt, dann passt das meistens. Und nur in ganz seltenen Fällen, wie mal ein Kind konnte nicht zur Schule, sieht man was. Keine Kleidung bekommen. Dann geh doch ins Einkaufszentrum. Gut, von denen ist das Einkaufszentrum weit weg. Die könnten vielleicht noch einen kleinen Shop vertragen. Einen Shop vertragen hier. Da müssen die nicht bis hierhin Kleidung wegbringen. Holen. Oder nach da hinten. Andere Möglichkeiten haben sie aktuell nicht. Und hier ist keine Kleidung drin. Weil... Doch, da ist eine Straße, oder? Wo ist der Kleidungstruck? Ah, der ist erst unterwegs. Ja, vielleicht brauchen wir da mal einen neueren. Aber dafür brauchen wir erst den Schrott, damit wir die Autos dann zur Verschrottung geben können, nicht wahr? Oh, mal ein bisschen beschleunigen hier. Ah, der hat gar keinen Stoff gehabt, oder was? Wo ist er hin? Dann habt ihr aber auch keine. Doch, ihr habt Kleidung. Okay, dann muss er doch aber hier... Was ist er denn? Muss hier irgendwo vorbeikommen. Da. 0,2 Tonnen. Okay, wir sagen mal, warten bis voll. Weil sonst bringt das ja nicht viel. Wenn der da immer nur mit einer 0,2 Tonnen wegfährt. Ich denke, dachte, der wartet ein bisschen. Aber klar, hier ist gar nichts drin, oft. Eine Zeit lang war hier nämlich genug drin. Das Problem ist aber, wir haben nicht genug Stoff. Weil wir nicht genug davon hatten. Jetzt haben wir davon genug und eigentlich genug Arbeiter. Aber die Fahrzeuge sind kaputt. Stimmt, das ist das Problem. Die können nicht mehr die Sachen transportieren. Und dadurch kommt hierhin nicht genug rein. Mhm, das kriegen wir gelöst. Indem wir die Verschrottungsanlage haben und dann auf dem automatischen Fahrzeug ersetzen Dings gehen. So, ich würde sagen, wir starten. Und planen direkt damit, das hier aus Kies zu bauen.
So. Und hier wollten wir doch dann ordentlich rübergehen. Kriegen wir das hin? Ich mag immer diese schrägen Ansätze nicht. So vielleicht. Okay, muss ich auf beiden Seiten manuell machen. Das ist natürlich doof. Das wäre jetzt gleich von ihm aus gesehen. Das ist ja kacke. Okay. So könnte ich damit leben, halbwegs. Und wir sehen, ich habe aus Versehen geklickt, kein Baustart für Gebäude. Das wollen wir natürlich ändern. Ich hoffe, ich habe das nicht erwischt. Doch, achso, das soll ja eh gebaut werden. Alles klar, sehr gut. Das hier kann aber noch nicht gebaut werden. Genau wie der nicht gebaut werden muss. Wir haben nämlich hier, um die Arbeiter zu führen, alles untertunnelt. Damit die Leute überall rankommen. Das funktioniert auch, dadurch, dass wir den langen Bahnhof gewählt haben. Steigen die dann da aus, können zu den nördlichen, östlichen und südlichen Fabriken kommen. Maximal 245 Meter, aber im Schnitt so 200. Finde ich okay. Aber ohne Tunnel wären wir niemals unter die ganzen Dinger durchgekommen. Das war das Hauptproblem. Außerdem muss die Schiene unterirdisch verlaufen, haben wir auch gemacht. Was hier hinten natürlich fehlt, Strom, Wasser, Abwasser. Aber da haben wir genug Platz irgendwo zwischen, wo wir ran können, um die Dinge noch zu setzen. Aber lassen wir sie erstmal eins nach dem anderen bauen. Und hoffen, dass das erstmal was wird. Weil unser größtes Problem ist gerade wirklich, dass die Fahrzeuge zeigt einen Bereich mit einem möglichen Problem. Okay, Tunnel, Tunnel, Tunnel. Zwei. Was ist ein Problem? Ich verstehe sein Problem gerade nicht. Achso, er ist aufs falsche Gleis gefahren. Hä? Ja, Depp. Warum machst du sowas? Hä, wie ist er denn da hingekommen? Boah, also das ist wirklich dämlich. Hoch 5. Ja, dann fahr... Bei der... Hä, aber selbst wenn er... selbst wenn er tanken war und zurückfährt, dann ist er auf der hier und muss hier aktiv die Weiche gewechselt haben. Und warum tut er das, wenn er seine Route nicht erfüllen könnte? Hätte es doch dumm. Also das ist maximal dämlich von der KI. Wie soll ich denn das lösen? Okay, also erstmal soll er hier hinfahren. Beweg dich mal dahin. Das kriegst du hin. Deswegen wird irgendwann kein Treibstoff mehr hergestellt durch solche Kleinigkeiten. So, dann machen wir hier ein Verbot. Was wir nicht hinkriegen, weil es zu eng ist. Ja, eigentlich dürfen die ja da auch wechseln. So, er darf rausfahren. Und dann löschen wir einfach den Hauptbahnhof wieder. So, und dann fährt er auf die richtige Seite und dann ist gut. Dann legen wir die rechte Seite erstmal still. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch Treibstoff... Beladung vorsehen. Das Problem ist, dass hier alles halt Brücke ist. Sonst hätte ich es halt dahin gebaut. Finde ich halt schade, dass man nicht hochgelegene Gebäude machen kann. Vielleicht gibt es im Workshop ein hochgelegtes Treibstoffdepot.
Weil hier einen Berg hochzuzimmern hat zu Problemen geführt. Das ging nicht. So, hier kommt wieder Kleidung rein. Sehr gut. Auch wichtig. Okay, wunderbar, Ski. Aber es sind immer die kleinen Momente. Und jetzt transportiert er hier wieder fleißig Arbeiter. Aktuell werden noch zu viel wegtransportiert und mit Bussen hier hingebracht, aber sieht ja gut aus. Ich meine, mehr Öl ist eh nicht drin, da müssen wir das Ölfeld erweitern. Aber eins nach dem anderen. Ein Gebäude brennt. Oh nein, die Kirche. Aber da kommt die Polizei, Feuerwehr direkt an. Sehr schön. Was macht eigentlich unsere Geheimpolizei? Oh, und nicht nur Geheimpolizei. Was macht die Forschung? Wir müssen ja weiter forschen. Ah, ich habe Feuerlöschhubschrauber erforscht. Oder bin beim Erforschen. Sehr gut. Dem fehlt immer noch der Treibstoff. Okay. Haben wir vielleicht das Fahrzeug, was die hier ansteuert? Das hat nur noch 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So, und das kommt auf dem Weg von... Oh, das sehe ich jetzt nicht. Vor der 9. Okay, vor der 9 kommen wir hier an und entladen 10% und dafür da nur 10%. Klong. Vielleicht müssen wir dann ein Fahrzeug mehr auf die Route geben. Oder die Route zweiteilen. Das macht, glaube ich, Sinn. Wenn man sich die hier mal anguckt, dann könnte man sagen, von da fahren die einen nördlich rum und machen 1, dann fahren sie zur 6, 5, 2, 3, 4 und wieder zurück. Und die anderen machen 1, 12, 8, 7, 9, 11, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was ist denn hier? Achso, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Und hier genauso 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre eine super saubere Trennung. Feuer wurde gelöscht, ist sehr gut. Und dann holen wir uns doch mal ein paar Öltrucks. Welche haben wir denn noch? Oh, gibt gar nicht mehr so viele. Die, die ich holen wollte, sind nicht mehr vorhanden. Shit. 95, 9 Tonnen, 8 Meter. Ich hole mal die ganz kleinen. Vielleicht sind die für die Innenstadt ein bisschen besser mit 6 Metern. Dann sind die nicht so elendig lang. Das könnte schon was sein. Das könnte was bringen. Und schon wieder ein Gebäude brennt. Und das trotz Feuerlöschlassen. Oh, oh. Jetzt haben wir ein Thema. Das ist doof. Da können wir laden. Wann hat er das letzte Mal gespeichert? 21. September. Weil die Dinger buggen jetzt da fest. Und das sehe ich nicht ein. Also auch wenn wir viel Geld haben, ist es ja Quatsch. Dass ich das alles abreißen muss oder löschen muss oder die Fahrzeuge entfernen muss, weil man sie halt nicht mehr wegkriegt, weil sie da festbuggen. Wäre echt cool, wenn sie den Bug mal beheben. Der Feuerwehrbug ist drin, der Bug mit Feuer ist drin. Wäre eigentlich fast ein Grund, Feuer auszustellen, muss ich sagen. Weil so ist das schwierig. Schon ein bisschen schade. Gibt uns aber Zeit, was zu trinken. Bei Building Types hängt er immer. Aber ich habe auch sehr, sehr viele Mods inzwischen laufen.
Das Problem ist, man hat immer Mods, die Untermods haben oder Workshop-Objekte, die Unter-Workshop-Objekte haben und dann weiß man irgendwann nicht mehr, kann ich das entfernen? Was ist das? Hauswand links. Ja, und zu was gehörst du? Dann müsste man extra gucken, wozu der Workshop-Objekt Hauswand links gehört und dann ist ja in drei Häusern drin und dann, ah, okay, muss ich also behalten. Aber ich habe irgendwie, weiß ich nicht, hunderte Objekte abonniert. So. 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, wenn es brennt, nicht, dass das gleiche Gebäude brennt. Ist halt auch immer blöd, dass es die Gabelstapler trifft. Langsam fängt das Spiel auch an zu laggen. Sehr interessant auf jeden Fall. Sehr interessant. Sind halt langsam zu viele Sachen, nicht wahr? Die da zusammenkommen. Okay, wir lassen sie mal hier kurz das Zeug da bauen. Und dann hoffen wir, dass es funktioniert. Ich meine, die Hubschrauber helfen schon ungemein und die Forschung ist abgeschlossen. Sehr gut. Das heißt, Hubschrauber hätten wir. Und Autos für loyale Bürger? Nein. Internationale Luftfahrtregeln? TV-Einfluss. Ich meine, es ist 86, aber wir haben trotzdem kein Fernsehen. Und wir wollten die hier fahren lassen. Dafür wollten wir die nehmen, die hier hinten Sachen ansteuern, wie euch. Das müsstest du sein und deine Linie. Okay, die beiden müssen wir jetzt in Einklang bringen. 1, 12, 7, 8. Okay, fangen wir an. 1, 12, 7, 8, 19, 11. No, 9, 10, nee, wartet. 11. Doch, hier fahren sie nämlich zurück rüber. Das heißt, es wäre clever, erst die zu machen, dann dahin oder erst dahin, dann die. Ich glaube, es ist Gruppi gesprungen vom Weg her. Es ist doof für sie. Also erst Geheimpolizei, dann die Feuerwache. Weil hier wird die Auffahrt nur in die Richtung. Das hilft denen auf der Seite nicht. Oh. Habe ich alles gelöscht? Das war natürlich doof. Also nochmal. Du, 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 du. Du. Ja, hier. Du. Du, du. Und dann zurück. Damit haben wir die Route. Und das sieht gut aus. Die fahren dann nur teilweise durch die Stadt. Man könnte sie sogar nochmal hier auf die Autobahn zurücklenken. Ach, die benutzen sogar die Autobahn hier. Ah gut, aber für das Stück macht das keinen Sinn. Wobei, warte mal. Man könnte sie hier auf die Autobahn schicken. Dann würden sie hier... Okay, das fehlt noch. Dann würden die hier vielleicht rauskommen. Dann könnte man sie nach da schicken. Dann wäre der Weg nicht so lang. Dann nach da. Dann da, da und zurück. Dann würde man sich den Weg hier sparen.
Ist jetzt nicht viel, aber würde die Straße hier entlasten. Das ist auf jeden Fall für die Zukunft dann der wichtige Punkt. Okay, ihr beladet euch mit 100%. Ihr entladet. Ich mache das so ein bisschen wie eine Manufaktur. Erstmal über entladen. Dann das, nicht? Es ist irgendwie einfacher, erstmal einen Schritt überall zu machen, als in jedem Fenster alle Schritte gleichzeitig. Wer das erfunden hat, auf jeden Fall ein Genie gewesen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, die Polizei fährt oft. Das Krankenhaus und die Feuerwehrwache fährt oft. Die Forklift-Garage fährt nicht so oft. Und die Feuerwache fährt nicht so oft. Okay. Wartet. Das ist die Route hier. Genau. Die Route wollen wir auf die anderen Fahrzeuge jetzt übertragen. Wo sind sie? Da sind sie. Linienabstand. Probieren wir mal, ob das klappt. Und dann sollen die darauf fahren. So, die Linie können wir jetzt anpassen. Ihr fahrt nicht mehr über 12 dann. Die müssen später hier oben rausfahren. Oder, ja gut, hier hinten rum ist doof für sie. Eigentlich müssten die jetzt nicht da oben anfangen, die müssten hier anfangen. Okay, wir machen mal ein Fahrzeug. Okay, und da sind die doofen Fahrzeuge. Ja, gut. Die müssen wir eher setzen. Nehmen wir mal ihn hier. Also irgendwie richtig nerviges UI, dass man immer klicken muss. Okay. Also er belädt sich auf jeden Fall erstmal hier. Polizeistation kann dann weg. Und beladen, warten bis voll. Historic Police Station? Hä? Also manchmal sieht man nicht, was man ausgewählt hat. So, Flüssigkeit beladen. So. Jetzt fahrt ihr. Wo zuerst hin? Man könnte auch sagen, die fahren natürlich erst über die Autobahn, so wie jetzt, hierhin. Und dann zurück. Und man könnte sie über diese Straße leiten, damit sie nicht zwischen den Bussen fahren. Das wäre zum Beispiel wichtig. Das könnten wir beim Hochfahren machen, glaube ich. Ja, ich glaube, wenn wir das erst an die 6 fahren lassen. Also dahin. Achso, die müssen zur 5. Das heißt, die müssen eh dahin und dann. Ja, aber warte mal. Ah, die Einfahrt ist auf der Seite. Ah, das ist scheiße. Das ist jetzt so ein Moment. Hier die Straße hier rüberlegen wäre total clever gewesen, zum Beispiel. Weil die Straße wird nicht benutzt und wäre für Anlieferungen super geeignet. Und dann würden sie hier, hier und dahin fahren, dann hier auf die Autobahn rauf und zurück. Oder wir würden sie erstmal hier hinschicken, hier, hier und auf die Autobahn und weg. Ja, da müssten sie hier nicht links abbiegen. Weil in dem Spiel gibt es so eine ähnliche Regel wie im echten Leben. Rechts abbiegen gut, links abbiegen schlecht, nicht wahr? Das ist natürlich bei langen Strecken blöd, aber bei einfachen gut umzusetzen. So, aber, ja gut, mehr bleibt mir nicht. Aber wenn wir jetzt, dann sind wir hier, dann fahren wir links rum, auch noch schlecht. Gerade weil hier viele Busse kommen, müssen wir eigentlich von oben ranfahren.
Ja, okay. Wir müssen. Deswegen habe ich das damals wahrscheinlich sogar so gemacht. Also, wir kommen am besten Fall von hier oder von da hier an. Eins. Gut, hier ist auch ein Linksabbieger, das kriegt man nicht weg. Das ist auch ein Linksabbieger, kriegt man nicht weg. Das ist ein Linksabbieger, kriegst du nicht weg. Okay, wir können ihn aber auch hier hinten hinfahren lassen. Dann hättest du. Ja, das können wir auch machen. Oh, ich habe in der falschen Linie geklickt. Boah. Ja, es ist nicht gut, die beiden Sachen gleichzeitig aufzuhaben. Okay, also, Flüssiggut beladen. Kommt hier an. Schupp, fährt hier hin. Entladen 20%. Fährt weiter, fährt hier hin. Hallo, and or not? Können die Fahrzeuge nicht alle zu einer Tankstelle fahren? Können sie machen, aber Einsatzfahrzeuge, die ja zu einer Tankstelle müssen, kosten Leben. Außerdem, falls Strom ausfällt im Krankenhaus, ist das, glaube ich, ein Notfallgenerator. So, rechts. Rum, daran ist eine Linksabbiegung, okay, aber dann rechts, 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 rein, raus, dann nach links, dann aber rechts, rechts, zu der hier, auf 20% entladen. Wo mussten sie dann hin? Irgendwo zur kleinen Klinik. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles erwischt. Treibstoff, so. Wir gucken mal an die Linie dazu. Und die Linie. Die sind deckungsgleich, würde ich sagen. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und Wegpunkt 7 kann, glaube ich, auch noch weg. Wegpunkt entfernen. So. Das heißt, wir hätten diese Linie. Später werden wir sie über die Autobahn jagen, komplett mit Wegpunkten. Wobei wir das hier mit der Polizei nicht wegkriegen, außer die lassen wir separat ansteuern. Wir könnten auch nur hier oben welche hinliefern und hier könnte man auch überlegen. Grundsätzlich habe ich auch Tankstellen, aber hier fahren zum Beispiel ganz viele Busse und andere Sachen schon ran. Wenn jetzt noch alle Fahrzeuge von Krankenhaus, Co. und Pipapo hinfahren, ist es ganz übel. Zum Beispiel auch Gabelstapler, wenn die immer erst zur Tankstelle fahren müssten, die fahren wie viel? 5 km/h? Dann wird in der Zeit nichts geladen, dann sind deine Fabriken ineffizient. Von daher bringt man den Treibstoff eher dahin, genauso wie man den zu den Traktoren bringt. Apropos, reicht das? Nee, oh. Okay, einer. Deswegen ist es nicht so effizient. Weil die halt immer hier hinten zur Tankstelle juckeln. Gut, dass wir geguckt haben. Das heißt, da muss auch noch ein zweiter Tank hin. Oh Mann. So, wo bist du? Du bist hier. Du kriegst jetzt die neue Route. Jetzt ist nur noch er übrig. Wo bist du? So, und dann ist die eine Route weg. Und dann gibt es nur noch die hier. Sieht auf jeden Fall sauberer aus. So. Und die müssen weniger transportieren. Jetzt der Bauernhof. Ein Sorgenkind. Wo ist dein KMZ? Irgendwas. Der kommt gerade an. Ja, das kann doch nicht sein. Haben wir das vergessen? Oh. Aber ich weiß, ich habe einen Truck geholt. Wo ist der denn? Dann haben wir irgendwo einen einzelnen Truck. Der weiß ich nicht, wohin fährt. Und da fahren unsere kleinen neuen Lieferautos. Süß für Öl. Tschu, tschu.
Das ist ja sehr, sehr merkwürdig. Wahrscheinlich gab es ein Feuer, ich habe neu geladen und dann zack, die Bumsi war es weg. Ich wollte doch nur... Den da wollte ich fahren lassen. Ein T-815, wir gucken mal in die Fahrzeugliste. Ne, das sind die Linien. Ich finde, die Linienansicht hilft einem halt gar nicht, weil man nicht weiß, was wann wohin fährt. Gerade wenn du irgendwann alles nur noch ein, zwei Güter hast, dann hast du echt null Überblick. Fahrzeuge... Start... Liste der Fahrzeuge. Wie ist das Ding jetzt? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. T-815... T OPQS T 813. Ne, haben wir nicht. Okay. Ja, dann holen wir den. Weil der hat die größte Gesamtkapazität. 25 Tonnen. Und hier passen 45 rein. Das heißt, der muss nicht oft fahren, hoffe ich. Aber aktuell müssen alle Traktoren zur nächsten Tankstelle. Das kann entweder die hier sein. Da. Oder es kann die hier sein. Das erklärt, warum da manchmal nicht so viel reinkommt. Auch die Lieferfahrzeuge müssen das machen. Man sieht, der fährt zum Beispiel zu der Tankstelle. Das ist natürlich ungünstig. Der hat sogar so einen Anhänger. Krass. Den wollten wir hier beladen lassen. Und hier entladen lassen. Warten bis leer, warten bis voll, starten. Der hat doch zwei Stellplätze. Dann können wir den dann nämlich stehen lassen. Dann fährt er nicht die ganze Zeit. Und Müllabfuhr und Feuerwehr kommt trotzdem ran. Wobei der ja gar kein Müll erzeugt, nicht? Okay. So, ist noch nicht ganz abgerissen, aber ja, klar, nicht? Autobahn wird gebaut, gibt Verkehrsstau, ist ja ganz klar. Das muss alles abtransportiert werden, bevor wir es neu bauen können. Wir können schon mal das hier abreißen. Aber es nimmt Gestalt an, unsere Müllentsorgung. Sie ist riesig geworden. Viel zu riesig. Und wird wichtig, dass wir diese Stelle hier ganz schnell wieder anschließen. Weil es fahren echt viele rum. Hätte ich nicht gedacht, weil eigentlich ist das... eher so eine passive Strecke, aber trotzdem sehr, sehr gut genutzt auf jeden Fall. Komm schon. Stau? Achso, das ist hier wieder beim Stoff. Ja, da müssen wir unbedingt halt die Verschrottungsanlage jetzt zum Laufen kriegen. Das mit dem Zug haben wir hoffentlich geregelt. Du kannst nicht tanken. Keine Tankstelle in Reichweite. Das ist ungünstig. Warum hast du keine Tankstelle? Du kannst doch hier drüber... zur Tankstelle. Wo ist sein Problem? Wieso findet er die nicht? Wo kann er nicht langfahren? Du kannst nur da langfahren. Wie wär's mit Wenden? So, er kann hier gerade ausfahren.
Er kann hier rechts rumfahren. Er muss dann hier rauf. Das wird zu kompliziert sein. Dann muss er hier links rauf. Und dann ist er bei der Tankstelle. Und beim Zurückfahren genauso. Also, Züge sind total dumm. Wie soll ich denn auch so eine einmalige Sache wie Betankung einbauen in den Fahrplan? Wäre halt cool, nur wenn Treibstoff leer ist. Jetzt muss ich ihn manuell nach da hinten juckeln lassen oder was? Bisschen bescheuert schon. Okay, wenn ich jetzt sage Depot. Das schaffst du. Nee. Warum nicht? So, wir gucken mal. Jetzt sieht er kann da lang fahren. Aha, er sieht, er kann da lang fahren. Und er kommt bis zum Dingsi. Was er nicht sieht, ist, dass er hier umschwenken kann. Um zurückzufahren. Das sieht er nicht. Aber das wäre okay, nicht? Dann würde ich ihn über Zollhaus dann hier hinfahren lassen. Auf lange Sicht natürlich nervig. Das heißt, wir müssen hier irgendwie eine Brücke schaffen nach hier drüben. Oder von hier am besten. Ja, eigentlich brauchen wir das hier. Aber wie soll ich von hier eine Brücke... Soll ich, wenn ich eine zweite Brücke bauen? Ich glaube, wenn ich hier mache... Die geht nicht so schnell hoch. Zu eng dran. Müssen wir so einen komischen Kugelbogen oder sowas machen. So halt, ne? Hier irgendwie hoch. Und da kommen wir nicht an dem Gebäude vorbei. Zwei, drei, vier. Drei, sechs, zwölf. Neun, zwölf. Nee, zwölf ist bei Zügen schon wichtig. Der setzt mich immer runter, wenn ich hier falsch rankomme. Hier, wenn das passiert, dann geht er wieder auf null runter. Das ist das Beschissene. Also ich kann ich jetzt hier nicht... Er dodgt da an. Obwohl ich nicht im Parallelmodus bin. Okay, das ist kacke. Hier, da. Hier hat er irgendein Problem. Bei 12 komme ich nicht hin. Ich würde halt so halt rumkommen, ne? Dann bin ich hierhin viel zu hoch. Okay, ja, können wir so bauen. Wir können es aber auch sein lassen. Ja. Architektur at its best. Ich würde sagen, die Passagiere würden das knallhart überleben. Oh. Wenn ich hier abgehe, kommen wir wieder nicht vom Lager auf. Ich könnte parallel Brücke bauen.
die von hier abgeht, was könnte man machen? Das wäre eigentlich die sauberste Lösung, nicht? Eine zweite Brücke. Kann man später auch für andere Sachen benutzen. Und wenn man sagt, so. Und so. Und dann gehst du bis hier unten hoch. Dann haben wir die da gebaut, glaube ich. Ja, da geht es nämlich... Okay, das ist nicht ganz parallel. Okay, können wir das... Ah. Okay, wir können die nicht parallel bauen. Wir müssen die ganz leicht nicht parallel bauen. So vielleicht. Ich glaube, die Seite wird das Problem. Na. Und jetzt runterkommen. Aber runterkommen sie alle. Ich vergesse immer, wie viel Platz man für Schienen braucht und sehe das immer nicht vor. Und wir haben uns diesmal schon wirklich Platz gelassen. Können wir nicht da ran? Also wir hatten schon mal wesentlich... weniger Platz. Was soll ich tun? Was anderes bleibt uns nicht übrig. Ich meine, die Baufahrzeuge können ausrücken, nicht wahr? Die haben wir ja noch. Und hier müssen ja gar nicht so viel Arbeiter rein. Wir bauen ja nicht mehr so viel Schienen. Oh, wo hängt jetzt unser Zug fest? Immer noch hier vorne. Okay, dann fahr bitte hierhin. Depot abbrechen und fahr bis zum Zollhaus. Das hilft uns natürlich immer noch nicht, dass er das hier nicht erkennt. Warum auch immer. Oh, jetzt tankt er. Das heißt, er kann da hinfahren. Und jetzt löschen wir den halt. Und oh Wunder, er weiß, wo er langfahren soll. Nicht, oder? Doch. Kriegt er hin. Gut, jetzt hat er erstmal genug Treibstoff für eine ganze Weile, nicht? Und kann die hier hin und her labern. Vielleicht müssen wir ihnen hier eine Ladestation hinbauen. Die habe ich natürlich jetzt nicht vorgesehen, dass man hier mit einer Schiene rumkommt. Eventuell schafft man es hier mit einer Schiene abzugehen. Und hier neben was zu bauen. Ja, aber von dem Winkel hin und hier ist ein Dings. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen würden, selbst wenn ich mir viel Mühe gebe.
Gut, auf lange Sicht wird das alles elektrifiziert. Dann haben wir das Problem eh nicht. Das könnten wir also auch gucken, ob wir das vielleicht machen. So würde rübergehen. Zugtankstelle. Ja, die ist zu groß. Eine kleine würde hingehen. Die würde hier hingehen. Dann bauen wir sie. Jetzt kommt natürlich dann der Bauzug da nicht hin. Aber gut, der Bauzug soll erstmal auch das hier bauen. Ich sehe aber nicht, dass die rausgefahren sind. Aber warum nicht? Die haben doch alles. Baustelle. Warum? Achso, Baustart ist aus. Dann kann ich ja lange warten. Okay, lassen wir sie das hier bauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.